So, irgendwie habe ich gerade Bock, noch so einen zu bekämpfen. Pervers wie ich bin, mache ich das jetzt einfach mal und hoffe, dass ihr... Ja, okay, man kann es auch übertreiben, Leute. Macht mir das hier bitte nicht zu schwer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass zumindest Giro diesen Erdzauberangriff übersteht, weil das müsste ja dann eigentlich sowohl Giro als auch Shu überleben, der das ja auch im letzten Kampf schon ganz gut hinbekommen hat. So, heilen wir Klug jetzt einfach mal. Und was richtig geil wäre, wäre, wenn wir noch so ein, noch so ein Ohrring finden würden, den ich dann entsprechend Klug geben könnte. Vielleicht finden wir hier noch... Oh nee, jetzt rufen die wieder Verbündete. Also das finde ich echt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Auch wenn ich eigentlich darauf stehe, wenn Kämpfe so ein bisschen kniffliger sind. Aber dass die hier auch Verstärkung rufen können, ich meine, die sind so als Einzelgegner schon ganz schön knifflig, wie ich finde. Wenn die diesen Erdzauber wenigstens nur auf einen zaubern würden, ja. Aber die müssen das ja immer gleich irgendwie auf alle loslassen. Und das finde ich dann irgendwie nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. So, und Klug wird sich jetzt wieder mit... Wir probieren das mal wieder mit dem Wind. Also beim Wind finde ich echt klasse, dass er, wie gesagt, die Chance hat, den Gegnern ihre Waffen wegzunehmen. Der Sandstrahl ist, würde ich mal sagen, fast sogar die, die coolste Attacke, weil die uns am wenigsten Schaden antut oder ausrichtet oder wie auch immer. Ach, Wind geht auch auf die anderen rein. Warum ist mir das denn schon wieder nicht aufgefallen? Habt ihr gerade gesehen, dieser Sandangriff, der hat bei Giro dazu geführt, dass er jetzt irgendwie weniger Zielen hat, also wahrscheinlich weniger treffsicher ist. Wenn das vorher schon mal der Fall gewesen ist, dann ist mir das irgendwie nicht so aufgefallen. So, probieren wir das jetzt mal mit einem kleinen Feuerchen. Oh, das war gerade irgendwie eher suboptimal. Nein, warum? Jetzt sind Giro und Klug wieder tot. Oh nö, ah nee, Giro hat es überlebt. Okay, sehr schön. Wow, okay, das ist jetzt gerade echt ziemlich, gefährlich, will ich mal meinen. Ich würde mal sagen, wir heilen... Ne, warte mal, habe ich irgendeinen Heilgegenstand, mit dem ich alle heilen kann? Ich muss mal eben kurz gucken, das kriege ich so nicht mehr zusammen. Mega-Zaubertrank. Kann jemand nach einem K.O.-Gegenmittel? Nee. Mega-Medikament. Stellt ca. 100 TP wieder her. Ich will aber, dass es bei allen irgendwie... Ach, hier! Stellt bei allen ca. 50. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal. Das erscheint mir gerade irgendwie die sinnvollste Lösung zu sein. Ach, und seht mal, da jetzt dadurch, dass er diesen Doppelgegenstand-Skill hat, kann ich jetzt auch noch ein zweites Item auswählen. Das ist mal cool. Das heißt, wir beleben sie dann direkt wieder. Ach, ich hätte das vielleicht andersrum machen müssen. Och, ich bin doch wieder dumm. Aber egal, besser so als nicht, als gar nicht. Vielleicht kriegen wir das jetzt trotzdem irgendwie gebacken. Ich probiere das nochmal mit Feuer. Ich glaube, ich muss gleich niesen, Leute. Nicht erschrecken, wenn es dazu kommen sollte. Wobei, ich glaube, ich werde das dann rausschneiden. So, was machen wir mit ihm? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall irgendwas mit Elementarschaden. Hier will ich nicht geizig sein, denn diesmal sollen alle möglichst ihre Erfahrungen hier auch mitnehmen können. Ich glaube, das muss es gewesen sein. Bitte stirb. Ja, wow. Okay. Leute, ich würde ein Level-Up jetzt sehr begrüßen, damit Kämpfe dieser Art zukünftig vielleicht nicht mehr so schwer sind. Aber nee, eigentlich sind wir schon ganz gut gelevelt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier so eine Schwierigkeiten haben. Ich habe auch gerade total Angst, hier irgendwas Schönes auszulassen, weil das ja alles irgendwie wieder so weitläufig ist und mir meine Karte irgendwie fehlt und... Ach Mann. Oh, Hilfe. Ich habe hier schon wieder munter auf die Tasten gedrückt. Warte mal. Vielleicht über die Select-Taste? Nee, habe ich auch. Das war die einzige, die ich vorhin nicht ausprobiert hatte, aber leider... Leider bringt die hier auch nichts. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen auf die Erfahrungen achten, die die Gegner da lassen, denn... Ich weiß irgendwie gar nicht, wer jetzt hier so am meisten Erfahrung für uns dagelassen hat nach den einzelnen Kämpfen. Da sollte ich vielleicht auch mal... Ah nee, wartet mal. Ich könnte theoretisch, könnte ich ja... Ich weiß gar nicht, ob das hier auch mit drin stand. Wo war denn das? Bei den Gegenständen im Monsterprotokoll. Da könnte ich doch eigentlich nachschauen, oder? Enzyklopädie. Monsterprotokoll. Monster. So. Grüner Soldat, grüne Echse. Nee, ich will mir doch eigentlich... Ach so, guck mal, das sind alles magische Monster, also eine komplett neue Monsterklasse. Besiegt Level. Nee, aber hier steht leider nicht,
wie viel Erfahrung die uns da lassen. Sehr schade eigentlich. Aber schaut euch mal das Level dieser Gegner an, ne? Das erklärt auch, warum wir mit denen immer so eine Schwierigkeiten haben. Nee, also das ist echt, echt knifflig. Also gegen die werde ich hier definitiv nicht nochmal kämpfen. Und ich glaube, dass wir jetzt hier auch alles haben. Ich werde jetzt sicherheitshalber noch einmal in der Mitte durchlaufen, weil ich ja jetzt grob immer so die Ränder abgelaufen bin. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt hier irgendwas übersehen habe, aber ja, sicher ist sicher. Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwo eine Truhe liegen lassen, wo vielleicht möglicherweise irgendein toller weiterer Ausrüster, da zum Beispiel, da seht ihr. Ich habe es euch gesagt, da links ist nämlich eine und die werde ich jetzt auch öffnen, egal wie viele von diesen Gotsu-Gotsus mir jetzt hier meinen, auf den Sack gehen zu müssen. So. Mega-Zaubertrank weiß ich jetzt auch wieder zu schätzen, da wir ja gesehen haben, dass die normalen Standard-Zaubertränke nicht so viel unserer MP wieder regenerieren und damit müsste ich eigentlich alles haben. Wie konnte ich das denn übersehen? Also soweit ist das jetzt nur wirklich nicht vom Rand entfernt, wo ich eh schon lang gelaufen bin. Aber guck mal, hier in der Mitte zeichnet sich so ein kleiner Weg ab, so ein kleiner Laufweg. Ja, dem kann man sich immer ganz gut orientieren, wenn man sich hier mal verlaufen sollte. Also, dass ich die Kamera nicht drehen kann, also nicht geradeaus drehen kann, das ist wirklich sehr verwirrend für mich. Guck mal, der ist auch respawned, dieser Gegner. Wisst ihr was, ich glaube, ich werde, um jetzt hier ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln, den jetzt nochmal bekämpfen, allerdings ohne euch. Und dann gucken wir uns auch schon dieses komische Raumschiff gleich an. So Leute, das war offensichtlich keine allzu gute Idee, denn ich bin gerade mal elendig draufgegangen. Und bin jetzt natürlich alles andere als amused, um ehrlich zu sein und um das mal ganz harmlos auszudrücken. Und tja, werde mich jetzt nochmal komplett durch das ganze Gebiet schlagen und ja, hole euch dann wieder ins Boot, wenn ich wirklich dieses komische, blöde Raumschiff betrete. Bis gleich. So, liebe Leute, ich bin jetzt hier ein bisschen am Rumleveln gewesen. Habe jetzt auch noch nicht alle Truhen geholt, weil ich irgendwie Angst habe vor diesem dicken Dino da hinten. Aber ja, ein bisschen was hat sich jetzt hier freigeschaltet und ja, wäre natürlich blöd, wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen würdet, ne? Deswegen gucken wir uns das mal zusammen an. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich entsperre jetzt für alle erstmal die Alleskönner-Klasse, damit wir maximale Flexibilität jetzt hier auch haben. Und ich werde das aber nicht direkt anwenden, da muss ich mir irgendwie noch einen Plan überlegen, vielleicht auch nochmal etwas genauer in den Kommentaren von euch lesen, aber ich bleibe jetzt hier erstmal bei meiner ursprünglichen Anordnung, wir können uns das ja trotzdem mal anschauen, was sich hier ändern würde. Einfallsreichtum in Personen mit Zusatzfeldern für Fähigkeiten und Zubehör. Ja, also ist natürlich klar, dass jetzt die ganzen Änderungen von der momentanen Klasse auf Alleskönner komplett rot eingefärbt sind, weil wir uns ja schon ein bisschen aufgelevelt haben, so in unseren Fokusbereichen. Und deswegen sieht das jetzt schlechter aus, als es letzten Endes ist. Aber auch das könnte man langfristig gesehen natürlich etwas trainieren und dann auch entsprechend perfektionieren und würde dadurch auch einen entsprechenden Nutzen haben. So, ich werde jetzt probieren, ich habe einen von diesen Gotsu-Gotsu-Viechern besiegt, damit das einfach im Monsterprotokoll mit auftaucht. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal probieren, mit euch zusammen diesen dicken Drachen umzuhauen. In der Hoffnung, dass das diesmal auch klappt. Mann, was mache ich denn, ey? Ich habe total die Konzentrationsschwierigkeiten. Genau, hier wollte ich nämlich eigentlich hin, um nämlich... Nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme Lichtkristall. Der erscheint mir jetzt hier irgendwie fast sinnvoller. Heilen hier ganz oben war ich schon richtig. Steppe 1, ca. 50 TP wieder her. Ist zwar total wertvoll. Und nee, eigentlich ist das ja Verschwendung, ne? Ach Mann, ey, ich bin echt total verwirrt. Nee, ich werde ihn mit der Medizin jetzt um mich schmeißen. Zumindest hier bei Giro und bei Klug. Denn dieses Item würde ich unbedingt haben, was der da bewacht. Und ich dachte mir jetzt auch, weil ich zuletzt bei dem draufgegangen bin, wäre es vielleicht ganz gut, ein bisschen zu leveln und mindestens ein Level höher zu erreichen, als das, was ich beim, ja, beim letzten Mal hatte, bevor ich hier draufgegangen bin. Und das habe ich ja jetzt geschafft. Und deswegen lasse ich es jetzt noch auf einen weiteren Kampf ankommen. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nichts ausgelassen habe.
Denn ich muss ja den ganzen Weg jetzt hier nochmal ablaufen und habe hier den einen oder anderen Kampf absolviert, um mich ein bisschen aufzuleveln. Aber diese komischen Motten, die sind echt cool so zum Leveln, weil die super einfach sind, weil Klug mit ihrem Windzauber jede Motte quasi one-hitted, ja, und es da keine Schwierigkeiten gibt. Ja, ich frage mich, ob man diesen Zeitgenossen hier auch irgendwie von hinten attackieren kann. Ich glaube, die Möglichkeit besteht irgendwie nicht. Und habe jetzt irgendwie total Bammel, ey. Wow, der ist echt schwer gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich beim ersten Mal den so halbwegs ohne Probleme habe umliegen können. Guck dich mal bitte an, was sein normaler Standardangriff für Schaden austeilt, ja. Ist doch echt nicht mehr normal. So, was machen wir jetzt hier? Ja, also Schuh wird definitiv angreifen. Wir probieren mal jetzt hier die ganzen komischen Varianten aus, die er hat. Vielleicht sollte ich mir dann auch mal merken, wie viel Schaden das austeilt. Schwert des Feuers 41. Schwert des Feuers 41. Muss ich mir jetzt nur noch irgendwie merken. So, ich hoffe, dass Giro jetzt seine Heilung schon umsetzt, bevor er zum nächsten Angriff ausholt. Nee, leider nicht. Oh, ey, wenn der jetzt auf Klug geht, ey, dann bin ich aber schon wieder so minimal am, ja, um es mal harmlos auszudrücken, am nicht glücklich sein. Gucken wir mal, wie dem Wasser schmeckt. Ich weiß immer wieder nicht, wie viel Schaden das austeilt, weil ich mir das irgendwie immer nie merke. Ja, aber 90 ist, denke ich mal, ein ganz guter Schaden. Ja, das war gut, dass der jetzt auf Schuh gegangen ist. Genau, dann kann Klug nämlich geheilt werden. Das Problem ist nämlich, dass wir noch keine Wiederbelebungszauber haben und ja, nur drei Krallen des Phönix, glaube ich, im Inventar haben. 41 war Schwert des Feuers und jetzt? 41, okay, scheint sich nichts zu nehmen. Ja, ich würde mal sagen, bei Klug kommen wir nicht drumrum ums Zaubern, weil sie einfach momentan den meisten Schaden auch austeilt mit ihrer Magie. Ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich wegen Giro und Shu, weil die beide jetzt momentan nicht so gut mit Energie gesegnet sind. Aber warte mal, ich nehme jetzt hier, glaube ich, mal so einen Lichtkristall. Der ist hier, glaube ich, eine ganz gute Wahl, auch wenn Klug jetzt komplett voll ist mit ihren TP. TP waren das, genau, das ist mir vorhin gar nicht eingefallen. So, und ich probiere hier mal jetzt einen Smaragd, weil davon haben wir drei Stück und Giro macht ansonsten zu wenig Schaden. Da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage. Ja, 73 ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Und, ah Mist, ich hatte jetzt insgeheim gehofft, dass er vielleicht draufgehen könnte. Aber habe ich mich wohl zu früh gefreut. Gucken wir mal, Schwert des Wassers. Wenn das jetzt auch 41 macht, dann scheint das wirklich hier keinen Unterschied zu geben bei seinen Empfindlichkeiten. Okay, wenn das jetzt auf Klug geht, ist sie weg. Ja, sehr gut. Also Schuh war jetzt auf jeden Fall die beste Wahl. Ich glaube, die beiden anderen, die hätten das jetzt im Moment nicht überlebt. Und ja, der müsste aber, glaube ich, auch bald weg sein, denn wir haben den ja beim letzten Mal auch bekämpft und der hat, glaube ich, auch nicht so lange durchgehalten, wie mir das jetzt irgendwie scheint. Was ich übrigens sehr, sehr cool gemacht finde, ist auch nur eine totale Kleinigkeit, aber wenn ich zum Beispiel auf Angreifen gehe, dann wählt der Cursor automatisch den Gegner aus, der am wenigsten Energie hat. Und wenn ich auf Heilen gehe, dann wählt der Cursor automatisch den aus, der am wenigsten TP inne hat. Und das ist, ja, finde ich irgendwie total klasse gemacht, muss ich sagen. So, jetzt haben wir natürlich eine bescheuerte Ausgangssituation, denn ich möchte auch hier natürlich wieder, dass Klug von der Erfahrung profitiert und werde jetzt mal auf gut Glück sie wiederbeleben, in der Hoffnung, dass der Typ, dass dieser komische dicke Drache jetzt nicht auf Klug losgeht. Ja, das war gut. Das war sogar sehr gut, denn ich glaube, langsam müssen wir ihn auch haben, ey. Hallo? Kann ja wohl nicht ewig leben hier. So, Giro müsste das jetzt hoffentlich noch hinbekommen mit Heilung. Auf sich selber. Ja, vielleicht schafft es Klug, ey. Klug, bitte tu uns alle einen Gefallen und besiegt ihn. Yay! Sehr cool. Meine Güte, er ist aber auch ein gutes Stück Arbeit gewesen. Und überleg mal, ich hatte diesmal jetzt noch ein Level mehr als beim letzten Mal. Das ist echt der Hammer. Und 27 Erfahrungspunkte sind, glaube ich, echt Peanuts. Ich glaube, das ist nicht viel. Und jetzt kommt hier gleich noch der andere, ne? Nee, okay. Dieser Gotsu, der war nämlich beim ersten Mal, als wir hier in der Truhe waren, ist er direkt vor der Truhe erschienen. Ich dachte, der spawnt da auch irgendwie immer so ganz fest. Also als festen Fixpunkt sozusagen. Gut, damit bekommt Giro jetzt wieder die Ohrringe aus Zauberkristall.
Und ja, ein bisschen heilen sollten wir jetzt vielleicht auch mal, denn gut sieht irgendwie anders aus. Ne, Schuh braucht keine Heilung, aber er hier und auch die gute Klug. So, alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mit neuem Selbstbewusstsein und frisch gestärkt in diesen komischen, ich habe das vorhin, glaube ich, Raumschiff genannt, wollte danach mich eigentlich auf Mechat korrigieren, habe jetzt aber, als ich das hier im zweiten Anlauf angegangen bin, diese Ecke, gesehen, dass das ja Bora heißt. Das ist ja so ein Bora. Shiro hat ja, glaube ich, vorhin erklärt, oder Klug, keine Ahnung, wer das war, dass dadurch auch diese ganzen Löcher hier in der Wüste entstehen. Ne? Also das sind keine Krater, die einfach nur so, weiß ich nicht, irgendwelchen naturbelassenen Gegebenheiten zu verdanken sind, sondern diesem komischen Bora. Das schimpft mich pervers, aber irgendwie will ich jetzt nochmal einen von diesen probieren. Ich meine, wir sind jetzt mit voller Energie ausgestattet. Wir sind jetzt ein Level weiter als beim letzten Mal. Und ja, jetzt will ich es nochmal wissen. Jetzt möchte ich die einmal gerne noch ummieten und dann werde ich auch von weiteren Experimenten dieser Art absehen. So, machen wir mal erstmal den hier weg. Ah, obwohl, das war natürlich blöd. Ja, das war blöd, dass ich mit Shiro jetzt auf den Hund losgegangen bin, weil der wird, glaube ich, von jedem von uns ge-one-hitted und ja, ist demnach keine allzu große Gefahr für uns. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt wieder von links nach rechts auf die ganzen Gurzu-Gurzus los. Hier probieren wir das mal wieder mit einem leckeren Wasserzauber. Ich habe auch hier schon wieder vergessen, ob Wasser oder Wind besser war gegen die. Aber wir probieren es erstmal mit Wasser. Habe ich irgendwie so generell das Gefühl, dass das der bisher beste Zauber ist. So ging zwischen 55 und 60 lag der Schadensoutput diesmal. Ich werde danach mal das mit dem Windzauber probieren, um zu schauen. So, Gotsu, der erste, der... Ja, toll, da haut Shiro einfach mal total daneben. Super, Shiro, ist ja nicht so, dass du eh schon nicht irgendwie der totale Anti-Liebling von mir wärst oder so. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass mir das jetzt gelingt. Hier mit diesem... Ja, das war mittig platziert. Das war gut. Allerdings greift die jetzt nicht alle an, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Doch, okay. Also die sind definitiv windempfindlicher, denn hier hatten wir eine 7 am Anfang. Bei den anderen, also bei dem Wasserzauber, ist das nur eine 5 gewesen. Das heißt, zukünftig werde ich denen mit Wind beikommen müssen. Ja, ich bin jetzt hier gerade mal mutig gewesen und habe auch mit Klug ganz normal angegriffen. Weil, ja, der war halt schon irgendwie fast tot, ne? Da braucht man jetzt nicht hier irgendwie noch MP zu investieren. 63 Erfahrungspunkte. Auch hier nicht so die Menge. Steht zumindest für mich in keiner gesunden Relation zu der Gefahr, die von diesen Gegnern ausgeht. Aber das soll mich jetzt hier nicht weiter tangieren, denn ich möchte mir jetzt mal angucken, was wir hier beim Bora so durchsuchen können. Das Problem ist, ich glaube, wir können jetzt hier wieder die ganzen Steine alle ganz schön absuchen. Guck mal, unten rechts ist jetzt auch wieder diese Map zu sehen. Ich habe gerade irgendwie die komische Vermutung, dass diese Map immer nur dann da ist, wenn ich auch die Umgebung absuchen kann. Weil ich konnte auch die Umgebung jetzt gerade eben in diesem ganzen Gebiet auch nicht absuchen. Und ich glaube, das switcht auf diesen komischen Kompass um, wenn wir ja, wenn wir sozusagen auf der Weltkarte umherwandern. Ne? Das ist hier so auf, zumindest von der, ich sag mal, von der Visualisierung nicht so eindeutig erkennbar, ob man sich jetzt da oder da befindet. Wobei, wenn ich sagen muss, wenn ich mir jetzt dieses Gebiet hier angucke, sieht schon ein bisschen anders aus als gerade eben auf der Karte. Aber gut, damit weiß ich wenigstens, dass ich nicht auf irgendeine blöde Taste oder auf eine blöde Tastenkombination gekommen bin, die mir dann irgendwie meine Map versaut hat oder so. Okay, da konnte ich jetzt nicht weiter hin. Ich gebe gerade echt komische, eklige Geräusche von mir. Also wenn ihr jetzt nichts gehört habt, dann habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, das rauszuschneiden. Ja, ich sollte vielleicht wirklich aufhören aufzunehmen. Also nicht wegen meinem persönlichen Befinden jetzt, weil mir geht es eigentlich ganz gut. Und ich kriege jetzt auch nicht irgendwie besonders doll Halsweh oder so, wenn ich jetzt hier das Ganze so von mir gebe. Aber ja, es ist schon ein bisschen eklig, wenn man immer so seinen Rotz nach oben zieht, ne? Das muss ich euch ja nicht unbedingt dann antun. Ja, muss ich mal gucken. Ich muss mal gucken, wie lange ich diesen Entzug hier aushalte und ohne Aufnehmen das Ganze hier über die Runden bringe. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt hier wieder ein bisschen was absuchen können. Ich würde es schön finden, wenn wir hier vielleicht mal wieder schöne Statusverbesserungen finden würden. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir dahingehend beglückt worden sind.
So, hier ist eine unsichtbare Wand. Die Leiter möchte ich eigentlich noch nicht hoch, aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Die Steinchen hier habe ich durchsucht, da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Nee, alles klar. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in den Bohrer. Ich kann leider die Kamera wieder nicht nach oben drehen. Das heißt, wir können ihn uns nicht nochmal in seiner ganzen Pracht anschauen. Aber immerhin werden wir jetzt das Innenleben begutachten können. Bohrer 1E, das sieht doch irgendwie schon wieder nach mehreren Stockwerken aus. Ich glaube, wir haben jetzt hier so eine Art neuen Dungeon, wo auch immer der Bohrer uns jetzt hinfährt und wer auch immer Erfahrung plus 50, na holla die Waldfee, das geht ja ab hier. Ich habe ja schon wieder keinen blassen Schimmer, ne, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin. Und meine Taktik, diese Erfahrung plus 10 jetzt immer so reihum zu verteilen, funktioniert ja dann auch nicht mehr. Ja, meine Güte, das ist ja irgendwie schon ein bisschen tricky hier, ne? Ich gebe das jetzt einfach klug, so intuitiv, weil sie mir irgendwie immer noch ein bisschen zu wenige TP hat und zu schnell drauf geht, obwohl sie mit diejenige ist, die den meisten Schaden austeilt. Und ja, wow, also hier werden wir jetzt auf jeden Fall wieder eine ganze Menge zu durchsuchen haben. Geht nicht auf! Ja, hier, weil hier, ich glaube aber, dass in diesen ganzen Maschinengegenden auch bessere Sachen auffindbar sind. Es kann sein, dass ich mich dahingehend täusche, aber mir war so, als ob wir hier auch, sobald irgendwie Maschinen. Maschinen! Wie so eine Japanerin oder so. Ja, als ob das hier irgendwie alles cooler ist als das, was wir draußen mitten in der Pampa finden oder in der Wüste. Und ja, mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Aber ich denke mal, diese 50 Erfahrungspunkte, die wir da am Anfang schon bekommen haben, haben das schon ganz gut aufgezeigt. Du hast noch nie so eine Maschine gesehen. Sie läuft auf Hochtouren. Hier muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nichts übersieht. Aber man kann sich, glaube ich, ganz gut an diesen Lüftungsschächten hier orientieren. Und ja, Ton gibt es ja auch. Hä, war das gerade ernsthaft nichts? Ja, ich habe übrigens auch nochmal den Hinweis bekommen, das fiel mir dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, denn da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Diese ganzen Nichts, die wir hier aufsammeln oder diese Nichtse, die wir sammeln können. Es gibt einen Typen im Spiel oder eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer oder was das genau ist, aber wir werden irgendwann auch für die Nichtse belohnt. Der sammelt und belohnt uns für eine gewisse Anzahl von diesen Nichtsen. Und das ist auch so eine Kleinigkeit, die ich irgendwie total klasse finde, denn ja, nichts ist hier umsonst, ne? Selbst die Nichtse erfüllen irgendwann ihren Zweck und selbst über die kann man sich dann irgendwie freuen, weil wir dafür auch entsprechend entlohnt werden. Finde ich irgendwie klasse. Du hast Maschinenöl an den Händen, du riechst ganz schön. Nein, jetzt stinken wir. Oh, nö, das finde ich ja irgendwie blöd. Okay. Aber auch Zustandsveränderungen können wir hier mitnehmen, ne? Wisst ihr Bescheid? Auch das ist möglich, ist nicht nur Gutes hier beim Durchsuchen aufzugabeln. Und die Kralle des Phönix, die kann man definitiv sehr gut gebrauchen, mehr als gut sogar. Denn davon haben wir nicht so viel. Und wir haben gesehen an den, ja, an den letzten Gegebenheiten, du untersuchst jetzt 6 Anzeigen. Eine Anzeigenadel bewegt sich, okay? Ja, wir haben ja gesehen, dass die Kämpfe hier durchaus schon knifflig sein können und der Schwierigkeitsgrad hier durchaus auch anziehen kann. Heilender Mecha-Robo, soll ich euch die Kampftechniken beibringen, die ich von den Meistern gelernt habe? Ja, die Ladeanzeige enthält einen orangen Bereich, der als Optimalbereich bezeichnet wird. Beendest du den Ladevorgang im Optimalbereich, werden MP-Verbrauch und die Zeit bis zur nächsten Bewegung reduziert. Okay. Elektrowellenhypnose kostet 18 Gold. Kaufen. Ja, ich glaube, das heilt uns wieder. Wir haben oben rechts übrigens gerade unser Geld gesehen. Ich habe das jetzt einfach mal auf gut Glück jetzt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Heilung benötigt hätten. Da war ich gerade ein bisschen unaufmerksam. Die Heilung ist abgeschlossen. Bis bald.
ich wollte mir das nochmal ganz kurz durchlesen, denn komischerweise, nein, jetzt erklärt er mir das nicht nochmal. Denn komischerweise, wenn ich das so komisch monoton lese, dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten, mich auf den Inhalt zu konzentrieren. Das ist irgendwie ganz komisch gewesen. Aber ich glaube, das, was er uns gesagt hat, das wussten wir schon, also zumindest so halb. Wenn wir nämlich in diesem Ladebalken landen, wenn wir am Zaubern sind, dann reduziert sich unser MP-Verbrauch. Ne? Das habe ich jetzt so rausgenommen. Nummer 18. Willkommen, werter Kunde. Diese Dinger wurden von unseren Meistern benutzt. Sie sollten auf euch dieselbe Wirkung haben. Ich glaube, das würde euch gefallen. Es steht zum Verkauf. Was sucht ihr? Gegenstände, Zubehör, ein Zauber? Eigentlich am ehesten Zubehör, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, was er jetzt hier anzubieten hat. Ah, leider nur diese kupfernen Ausführungen, nicht diese ganzen komischen Kristallteile, die wir jetzt einmalig gefunden haben hinter diesem dicken Dino. Aber ich glaube, ich werde auch hier alles jetzt für alle einkaufen. Außer Giro, der wird diesen Kupfer-Ohrring nicht benötigen. Aber ansonsten, nee, warte mal, da fange ich hier auch mal so an. Kaufen wir davon 2 Stück. Von der Kupferhalskette dann entsprechend 3. Vom Kupferring auch 3. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo anders auch schon was Besseres gefunden habe, aber ich glaube mal nicht. Ansonsten kann ich das ja gegebenenfalls wieder verkaufen. Und dann lege ich das alles nochmal an. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Darf es sonst noch etwas sein? Nee, erstmal nicht. Also gleich komme ich sicherlich nochmal auf dich zu. Ich möchte allerdings erstmal alle mit dem neu... Nein, ach Mist, ich bin doch schon wieder... Ach nee, warte mal, das habe ich auch nicht. Das habe ich nur 2-mal eingekauft, ne? Nee, da habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Das ist gut, das habe ich ja vorhin nämlich schon gesehen. In der Anzeige wird einem ja angezeigt, wie oft man so einen Gegenstand schon im Besitz hat. So, magischer Angriff nach oben. Magischer Angriff auch bei Schuh nach oben. Und für Giro natürlich auch. So, und dann haben wir hier Ohrringe. Die erhöhen das alles nur um 5. Also ist jetzt nicht so der riesige Sprung nach vorne. Aber, ja, es kommt hier auf, würde ich mal sagen, auf jeden Statuspunkt an. Denn da bin ich jetzt ein bisschen ehrfürchtig vor dem ersten virtuellen Tod, den ich hier erleiden musste. Das war echt extrem uncool gewesen. Und, ja, die Schwierigkeit ist hier natürlich, dass man wirklich ganz oldschool-mäßig auch wirklich nur an den Speicherpunkten speichern kann. Ne? Finde ich aber irgendwie auch absolut in Ordnung so. Gucken wir mal, was wir hier an neuen Zaubern gegebenenfalls noch mitnehmen können. Vergiftungsheilung, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Können wir uns sogar leisten, werde ich mir auch direkt kaufen. Also es kann natürlich sein, dass wir den einen oder anderen Zauber auch irgendwo finden. Da ich aber nicht sicher bin, ob dem so ist, gehe ich da lieber auf Nummer sicher und werde alles mitnehmen, solange wir auch genügend Geld dafür haben. So, hier werde ich jetzt, denke ich mal, auch ein bisschen einkaufen. Also diese Kralle des Phönix, die möchte ich bitte gerne... Warte mal. 3 Stück haben wir davon, das kaufe ich jetzt 7-mal. So, geht natürlich ganz schön ins Geld, aber sicher ist sicher. Wow, wie teuer dieser Zaubertrank ist und der gibt uns nur 20 MP zurück. Also das finde ich echt ein bisschen krass. Aber wir sind auf der anderen Seite natürlich schon auch ziemlich darauf angewiesen. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen ungünstig. Aber ich würde mal sagen, 2 davon kaufe ich jetzt einfach noch. Nicht, dass wir jetzt irgendwann wieder ewig lange warten müssen, bis wir neu einkaufen können. Und ich möchte ja an dem einen oder anderen Ort auch gerne leveln. Und ja, wenn da kein Händler weit und breit zu sehen ist, dann habe ich echt ein Problem, wenn mir dann die MP ausgehen. Aber gut, damit hätten wir das jetzt geschafft und ein nächstes kleines Zwischenkapitel hier für uns erledigt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir im nächsten Part uns ausschließlich hier mit dem Innenleben des Bohrers auseinandersetzen werden und bin echt gespannt zum einen, ob wir in Erfahrung bringen können, wer den steuert und vor allen Dingen, wo uns dieser Bohrer jetzt im Moment hinbringt und auch, was für Gegner uns hier erwarten, insofern uns denn überhaupt welche erwarten, aber davon gehe ich jetzt irgendwie einfach mal ganz stark aus. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute, hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann, ciao!